Hallo, Wolgas! Wolgas! Da eines meiner Themen die Fachkräfteeinwanderung ist, möchte ich zuerst erwähnen, dass ich weder Nazi, Reichsbürger oder rechtsradikal bin und ich gehöre auch keiner Partei an. Wenn Nancy Faeser sagt, es sei ein guter Tag für die Bundesrepublik Deutschland, läuten bei mir schon die Alarmglocken und mein Gefühl sagt mir, das wird es nicht. Der Gesetzesentwurf zur Fachkräfteeinwanderung wurde angenommen. Es wird ja immer wieder festgestellt, dass Fachkräfte in Deutschland fehlen. Dem stimme ich voll und ganz zu. Wie wird dieses Problem nun gelöst? Mithilfe dieses Gesetzes soll die reguläre Migration steigen. Denn Deutschland sei ja immerhin ein Einwanderungsland. Und dieser Gesetzesentwurf sichert den Wohlstand in Deutschland. Frau Faeser, ich sehe hier schon lange keine Sicherung des Wohlstandes mehr, sondern nur noch dessen Abbau. Oder ist diese Inflation etwa ein Zeichen für Wohlstand? Nun gut, also Zuwanderung von außen soll nun die Lösung für unseren Fachkräftemangel sein. Mit einem Gesetz, welches die Anforderungen der Qualifikation an die zuwanderungswilligen Fachkräfte senkt. Denn nun benötigt man lediglich eine 2-jährige Ausbildung und 2 Jahre Berufserfahrung im Herkunftsland, wobei die Ausbildung und die Berufserfahrung nicht mal im gleichen Berufszweig sein muss. Die Fachkräfte benötigen auch nur noch ein Sprachniveau von A1. Das heißt, sie benötigen lediglich einen Wortschatz von 300 aktiven Wörtern. Lamia Kador von den Grünen rechtfertigt dies mit folgender Aussage. Man lernt Deutsch, wenn man auf Arbeit Deutsch spricht. Also bekommt der Arzt dann Deutschunterricht während einer Operation und die Fachkraft in der Kita oder in der Schule lernt dann die Sprache von den Kindern? Ich habe nichts dagegen, wenn Fachkräfte zu uns ins Land wollen. Doch die Regierung gaukelt uns vor, sie wolle Deutschlands Fachkräftemangelproblem lösen, indem sie den Anspruch an Qualifikationen senkt. Und wenn man sich das mal durch den Kopf gehen lässt, ergibt das wenig Sinn. Dieses Gesetz ist also nur wieder ein Zeichen, für wie dumm man uns eigentlich verkauft. Ja, wir haben einen Fachkräftemangel. Doch wieso liest man dann von schlechten Zuständen in den Schulen? Wieso ist hier in Wolgast dann jeden Freitag um 17.30 Uhr eine Mahnwache gegen Schulschließung? Wieso geben wir den Menschen Bürgergeld, anstatt Fortbildung attraktiver zu gestalten? Deutschland braucht Fachkräfte, doch steckt Geld in den Krieg anstatt in Bildung. Somit haben wir Flüchtlinge aus einem Land. Somit haben wir Flüchtlinge aus einem Land, den Deutschland Waffen liefert, für einen Krieg, den das Land nicht mal kämpfen möchte. Denn es sind auch viele junge Männer, die aus diesem Land flüchten. Ich frage mich auch, wo all diese Flüchtlinge und Fachkräfte wohnen sollen. Denn wir haben bereits einen Wohnraummangel. Wenn ich mir all das so ansehe, hat Deutschland den größten Fachkräftemangel in der Regierung. Ich rede hier auf dem Anhänger ja gerne von Demokratie. Wurde Deutschland eigentlich gefragt, ob es ein Einwanderungsland sein möchte? Unsere Politiker meinen, Deutschland muss für Zuwanderer attraktiver werden. Wie wäre es, wenn Deutschland attraktiver wird für die deutschen Fachkräfte, die immer mehr auswandern? Und ich frage mich, jetzt wo das Zuwandern aus allen Ländern leichter gemacht wird, wird die Polizei genug Fachkräfte haben, um uns vor gescheiterter Integration zu schützen? So, nun genug von unserer Regierung. Jetzt komme ich zu einer ganz anderen Frage, welche mir in Malchin gestellt wurde. In Malchin entstand unser Schlachtruf Wolgast? Kai! Wolgast? Kai! Ich wurde gefragt, wer ist eigentlich Kai? Also, wer ist Kai? Kai ist jemand, der gelernt hat, zu hinterfragen und selbst zu denken. Kai ist jemand, der die Chance gibt, seinen Unmut kundzutun.
Kai hat keine Angst davor, laut zu sein, sei es mit der Stimme oder mit den Trommeln. Kai hat keine Angst, die Wahrheit zu sagen. Dank Kai lernte ich Menschen kennen, denen ich sonst wahrscheinlich nie oder nur flüchtig begegnet wäre. Und somit habe ich dank Kai tolle und interessante Gespräche. Kai zeigt Zusammenhalt und Stärke. Zu Kai kommen nicht mehr die Massen wie vor anderthalb Jahren. Bei Kai sind die Menschen, die begriffen haben, für wie dumm man uns verkauft, und die Menschen, die darüber nicht nur auf der Couch meckern. Natürlich wird sich bei Kai auch mal gefetzt, denn auch Kai ist nicht perfekt. Und das muss er auch gar nicht. Und ich bin dankbar für jeden, der begriffen hat, dass Kai nicht bedeutungslos ist. Ich bin für jeden dankbar, der weiterhin die Kraft und Geduld hat, Kai mit seiner Anwesenheit zu stärken. Warum gehe ich zu Kai? Es ist die Hoffnung, die mich immer wieder herkommen lässt. Die Hoffnung, etwas zu verändern. Die Welt ist immer im Wandel und das wird sie auch immer sein. Ich bin kein Verfechter von damals war alles besser. Ich stelle mir ja auch keinen Schwarz-Weiß-Fernseher mehr hin. Doch das Jetzt lässt mich nur noch mit dem Kopf schütteln. In meinen Augen ist dies eine Verbrecherregierung. Für Verbrechen, welche bis 1945 begangen wurden, sollen wir uns heute noch entschuldigen, womit ich nichts davon gutheißen möchte. Doch was ist mit den Verbrechen der jetzigen Regierung? Jeder kann sich täglich die Frage stellen, was er sein möchte. Mittäter? Jemand, der schweigend zuschaut? Oder jemand, der wenigstens versucht, etwas zu bewirken? Ich habe mich für Letzteres entschieden. Und jeder Einzelne hat immer die Wahl. Und dank des Orga-Teams die Möglichkeit, Kai zu besuchen. Also ein großes Dankeschön an das Orga-Team und ein großes Danke an Wolgast! Wolgast!